Thank you.
zwei Jahren in der Formel 1 und auch in der Formel 2 eingeführt hat, aus Sicherheitsgründen. Das heißt, die Fahrzeuge werden dort vor dem Start, meistens sind es genau zwei Minuten vorher, dort angelassen. Und wenn die Fahrer dort gezeigt haben, dass ihre Motoren alle laufen, dann werden die Fahrzeuge mit laufendem Motor vorgezogen an die eigentliche Startlinie. Da sind nur noch knapp drei Minuten.